So, hallo, ich habe gerade realisiert, dass ich gar keine Parts mehr habe. Also nehmen wir ganz fix Mario Maker 2 auf, weil warum nicht? Und ich glaube, ich habe das letzte Mal gesagt, ich möchte mal wieder einen Super Endless Run machen. Also machen wir jetzt einfach mal wieder einen Super Expert Endless Run machen. Also machen wir einfach einen. Ich rede zu schnell, ich muss mir das abgewöhnen. Und ich muss mir dringend abgewöhnen, zu sagen, dass ich rumhassle. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Counter hat da völlig recht. Das ist nicht schön. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie das entstanden ist. Wenn mich da wieder zu oft zuge. Game and Watch Athletics. Das klingt super awesome. Ich werde übrigens skippen, wenn ich ein Level zu dumm finde. Oh Himmel, das sieht mega Kai so aus. Aber nur 19 Sekunden. Ah, jetzt habe ich schon versaut, weil jetzt ist der schon weg. Und den hätte ich gebraucht, um da hochzukommen. Das sieht nicht nach etwas aus, was ich schaffen könnte. Das gucken wir uns im Nachgang irgendwann mal an. Muss ich jetzt einmal in dem Level sterben, um es mir nachher nochmal anzugucken zu können? Weil ich will es ja dann in dem Ding drin haben, ne? Ah, ich gehe einfach raus. Notfalls hole ich es mir über die Codes wieder. Aber das würde ich mir gerne mal anschauen, keine Frage, aber nicht jetzt im Endless One. Flee the Christmas Party Remake. Okay. Die sind alle einfach so. Okay, das heißt, den kann ich... Ja gut, den kann ich mitnehmen, aber ich hätte ihn gerne aufgesetzt. Jetzt habe ich natürlich den anderen Helm auf. Und kann jetzt nicht mehr so... Nein, das war nicht, was ich wollte. Okay, egal. Ha. Ja, aber... Ja, das war nicht, was ich wollte. Mist. Okay, ich kann dem ausweichen. Das ist schon mal gut. Dann holen wir uns den Stachelhelm. Das ist mir viel lieber. So. Aber wie komme ich... Ich habe ja schon Probleme, da hochzukommen. Ach so, ich bin dumm. Ich darf den On-Off hier noch gar nicht drücken, sondern ich muss erstmal hier hoch. Und dann hier. Ah, Mist. Aber das ist natürlich der Way to go. Das ist der Way to go. Na, ebenso nicht. So, und dann da oben. So, und jetzt... Gottes Willen, was? Ach so, da haben wir den Helm dabei. Ich wollte schon sagen, jetzt kriege ich die Geister hier so weg, aber... Na? Das ist jetzt hier kein Problem. Deswegen wollte ich auch den Stachelhelm haben. Da war ich jetzt ein bisschen risky unterwegs. Oh, war ja. Nein! Ja, und jetzt? Okay, aber die Geister sind weg. Ich habe noch einen Versuch. Die Geister sind weg. Wir gucken mal, wo wir hinkommen. Hier komme ich jetzt auch durch. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Jetzt muss ich halt den Sprung schaffen. Hier. Oh, Mist! Ja, jetzt ist schlecht. Jetzt ist schlecht. Jetzt habe ich nur noch ein Leben, sozusagen. Ich muss ja hier so drauf. Nein! Okay, und dann hier. So. Da rausspringen muss ich halt hinkriegen. Na bitte, geht doch. Okay. Da muss ich mit dem Stachelhelm hin. Da muss ich mit dem Stachelhelm hin. Ich will den ja gar nicht... Wieso kriegt man den am Anfang? Wenn er eh... Quatsch. Was? Warum ist das da? Ich wollte nur den Helm verlieren. So, ausweichen. Okay.
Ich meine, das ist schon lol. Oh, komm ich jetzt hier? Oh nein. Okay, okay, okay. Wait! Seht ihr, dass hinter dem dritten Swamp was ist? Ich weiß nicht was, aber hinter dem dritten Swamp ist was. Aber da komme ich nicht ran, ne? Aber da ist was. Ach, einfach eine Münze. Ja, moin. Die brauche ich nicht. Okay. So. Nein, ich will einfach weg damit. Gar nicht erst in die Hand nehmen, das Ding. So, jetzt. Neuer Versuch. Ist das ein... Ach, hä? Ist das noch ein Ofter in der Mitte? Ach so! Ja, das habe ich gar nicht gerafft. Ja, dann ist das ja ganz anders. Ich dachte, das ist einfach nur ein normaler Block. Da ist nochmal ein Ofter dahinter. Ach so. Da ist, ich sehe gerade, ich brauche einen Schlüssel. Ob der Kugel... Oh na, der Kugel, der Ketten den Schlüssel hat? Muss ich den besiegen? Das wäre ungünstig. Das wäre sehr ungünstig. So, ich muss jetzt diesen dämlichen Sprung mal wieder schaffen. Mit Helm am besten. Okay, nice. So, der geht kaputt. Ist da noch einer irgendwo? Nein. Nee, der Schlüssel ist da drüben einfach. Den nehme ich einfach mit. Wenn ich mich hier hinhänge, dürfte ich auch safe sein. Da passiert nichts. Ach so. Ja, da passiert nichts. Genau. Habt ihr gesehen, wie nichts passiert ist? Ich auch. Geht das jetzt über... Wie lang ist das Ding? Wie lang ist dieses Level? Ach so. Das ist eines dieser Level. Das ist uncleared. Okay, passt auf. Wir versuchen jetzt mal Folgendes. Ach so, ich komme hier ja gar nicht hoch. Der Helm nützt mir... Moment mal. Komme ich nicht von hier... da hoch und von hier ja, theoretisch. Na, jetzt nicht mehr. Okay, das war ein Versuch. Dann gehen wir wieder den normalen Weg. Wobei das ja trotzdem funktionieren müsste. Das müsste gehen. Ja. Wenn man dann noch richtig landen könnte, würde das funktionieren. Aber jetzt geht es natürlich nicht mehr. Weil jetzt ist der da im Weg. Oh mein Gott, das könnte funktionieren mit Helm.
Mit Helm könnte das funktionieren, ne? Das probieren wir aus. Das sieht mir deutlich angenehmer aus als Weg. Okay, den kriege ich nicht mehr weg. Aber brauche ich auch nicht. Okay, wir probieren es einmal mit dem Helm und dann haben wir noch den Stachelhelm, wenn es mit dem nicht funktioniert. Haben wir zwei Versuche sozusagen. Okay, und ich lande diesmal auch nicht sofort auf dem Swamp, weil ich mir hier mehr Blöcke gebaut habe. Sehr schön. Okay, alles gut, alles gut. Wir haben genug Versuche. Alles gut. Nur dann verfehle ich es halt ein paar Mal. Ist nicht weiter schlimm. Das gibt's doch nicht. Nice. So. Okay. Nein. Kann ich da nicht drüber springen, so ein bisschen? Dann mach dich nochmal weg, Kollege. Ja, ist egal in welche Richtung, aber. Oh, oh Gott! Das ist jetzt ungünstig. Ja, das. Okay, aber es geht. Wenn der Kettenhund weg ist, komme ich easy an den Schlüssel ran. Und den Kettenhund kriege ich easy weg, wenn ich das Ganze nicht mit dem Helm mache, sondern mit dem anderen Helm. Sehr gut. Dann machen wir hier erstmal wieder die Blöcke hin. Dann verlieren wir den Helm. Dann holen wir uns den Helm. Und dann muss es jetzt halt funktionieren. Aber das sieht mir von der Durchführung her einfach. Oh mein Gott. Von der Durchführung. Nein! Jetzt kann ich es knicken. Aber von der Durchführung her hätte das einfacher ausgesehen als. Ich brauche schon Anlauf, um da hochzukommen. Na, ja. Ja, Mist. Da muss ich aufpassen, dass ich das nicht mache. Da muss ich aufpassen, dass ich das nicht mache. Wo ist das eigentlich, eine Weihnachtsfeier? So, was ist das für ein Leveltitel? Wir probieren es erst nochmal mit Helm. Weil dann kann ich da ein bisschen üben. Dass ich das verfehle immer wieder, ne? So. Yes! Yes! Und durch. Was kommt jetzt? Da hätte ich gerne noch was auf dem Kopf. An der Stelle hätte ich gerne noch was auf. Ich muss zu dem Stachelhelm wechseln, das hilft nichts. Ich habe dann halt immer nur einen Versuch, um hochzukommen, und wenn der scheitert, ist halt Kacke. Aber das ist halt eigentlich der Way to go jetzt hier für mich. So, im Prinzip ist es ja das gleiche wie gerade eben. Und wenn ich oben mal bin, ist der Kettenhund weg, weil der Kettenhund wird ja von dem Stachelhelm gekillt. Ich muss nur hochkommen, Mann.
Yes! So, und jetzt müsste ich da doch einfach durchkommen. Irgendwie. Oder ging das nur durch den Hit? Geht das so nicht? Das wäre ärgerlich. Yes! Yes! Oh mein Gott, ja! So. Weg mit euch. Kommt ihr wieder? Okay, das ist nicht gut. Dann muss ich rennen. Das heißt aber auch, dass die... dass es ganz kurz ist, das Stück. Scheiße! Ich habe nicht rechtzeitig gestoppt. Warum? Warum habe ich nicht rechtzeitig gestoppt? Ach, so ein Mist. Okay, aber dann kann ich auch mit normalem Helm da hoch. Beziehungsweise... ja, es ist schon besser, mit Stachelhelm da hochzukommen. Weil ich mit dem vielleicht mehr machen kann auf der anderen Seite. Wenn da irgendwann mal wieder ein Block kommt oder so, dann nehme ich den lieber mit. Wir haben jetzt ja gesehen, dass es geht. Was übrigens ärgerlich ist, dass wir das gesehen haben, weil das bedeutet jetzt für mich, ich will das wieder machen. So viel übrigens zum Skippen, aber das Level hier reizt mich jetzt wieder viel zu sehr. Ich hoffe, ihr seid so neugierig wie ich. So, weg mit dir. So geht er noch nicht weg. Ah. Jetzt geht er gleich weg. Ah, ich habe ihn verfehlt. Komm. Ach, komm schon. Alter. Er geht nicht. Ich rieche nicht. Jetzt ist er weg. Okay, sehr schön. Jetzt hier hin und dann darüber. Nice! Ja, das hat jetzt leider nicht funktioniert, wie ich wollte, aber immerhin kommen wir durch. So, lass mich in... Was? What? Was war das denn? Warum? Warum ist das passiert? War es aber nicht so schön. War doch vorne, bin ich doch auch einfach gerannt. Wieso war ich denn jetzt zu langsam? Was? Das war ja ärgerlich. Nein! Nice. Na gut, immerhin komme ich durch, aber nicht so, wie ich wollte. So, stopp. Okay, ich muss... Nee, ich muss nicht. Ich muss nur über die Säge kommen. Ich muss erstmal nur über die Säge kommen. Der Swamp kann mir nichts. Und wenn ich über die Säge bin, bin ich auch erstmal safe. Die Frage ist, will ich den dann off drücken oder nicht? Ich weiß halt nicht, ob das richtig ist, ne? Wohin gehst du? Du bist einfach da drauf. Das heißt, der untere wird losziehen. Oder kommt eine neue Säge? Ich sehe da drüben eine Säge. Ich sehe da drüben eine Säge. Das heißt, über die muss ich springen. Nein! Schaffe ich es vielleicht, so weit rüberzukommen, dass die gar nicht ausgelöst werden? Thank you.
doch nur mit Helm rüberkommen würde. Ist halt, einmal habe ich es ja halt geschafft, mit Helm da oben durchzukommen, ne? Nice. Nice. Einfach laufen. Ich muss einfach durchlaufen. Das geht. Oh mein Gott, das geht. Yes, 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 yes. Jetzt nicht joken. Nice. Den drücke ich. Und da versuche ich jetzt einfach so weit zu springen, dass der untere Swamp gar keinen Bock auf mich hat. Okay, ist in Ordnung. Die gehen einfach runter. Nein. Der geht rüber. Okay. Dann juckt er mich aber relativ wenig. Checkpoint. Aber was ist das denn für ein Checkpoint? Oh mein Gott. Ich komme nicht hoch. Ich komme auf die nicht hoch. Ich wollte mit denen jetzt hochspin-jumpen. Ich komme auf die nicht hoch. Scheiße. Also wieder hochrennen. Ich komme auf den unteren auch nicht rückwärts. Nee, Rückzug komme ich auch nicht. Ich muss diesen Sprung jetzt hier hoch. Geht das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, ob das... Kann man aus der Lücke rausspringen? Ja. Kann man. Okay. Welche von den drei Röhren gehe ich denn jetzt? Okay, ich kann nur in die grüne oder die blaue. Die rote geht nicht. Gehen wir in die blaue. Was ist das denn? Ist das jetzt richtig oder nicht? Ich habe es nicht gesehen, weil... Man weiß es nicht so genau. Neuer Versuch. Okay, da wäre eine neue Röhre. Ha. Ach, verdammt. Okay, wir probieren mal die andere Röhre. Bevor wir die andere Röhre gar nicht sehen, probieren wir die mal aus. Okay. Lol. Das würde mir natürlich helfen, wenn ich das Ding hätte. Also das würde ich dann auch gerne mal versuchen zu bekommen. Yo, 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 chill. Geh bitte einfach in die Lücke. Wie wär's damit? Geh's bitte einfach, danke. Oh, Gottes Willen. Okay. Was? Wie? Wieso springe ich denn so komplett dämlich? Ich muss doch nur da drauf, so. Ich muss doch nicht... Das einfach zu viel Schiss, den Sprung zu versauen. Und dann versaut man ihn erst recht. Das ist doch nicht normal. Meine Nerven. So, es ist doch nicht schlimm. Jetzt ist die Frage, mit dem Spin-Jump komme ich nicht drüber. Das heißt, ich muss jetzt in der Lücke landen. Oh nein. Oder komme ich mit dem Spin-Jump drüber? Nein, ich muss normal... Oh Gott, ich muss normal springen und dann aber so landen, dass ich weder auf dem Stachelpanzer noch in der Säge lande. Und dann nämlich ist der Punkt der, wenn ich diesen Stachelpanzer habe,
wäre auch die Rothörerriche begehbar. Das ist nämlich gerade mein Problem. Dann habe ich plötzlich doch noch einen Weg. Oh mein Gott! Jetzt nicht verlieren, das Ding. Okay, wir werden die rote Röhre sehen. Will ich oben jetzt probieren in die gelbe oder will ich jetzt in die rote? Oh, ich weiß es nicht. Okay, erstmal passiert nichts. Erstmal bin ich safe. Okay, da kann ich jetzt einfach runter. Ohne hier Faxen zu machen. Einfach nur... Und nein, das wollte ich nicht. Den wollte ich nicht verlieren. Aber gut. Was weg ist, ist weg. So, wie weit geht die Säge, wenn die mich da jetzt angeht? Auf der Plattform sollte ich stehen können. Okay. Kann ich einfach drauflaufen? Ja. Jetzt muss ich hier nur ausweichen. Okay. Und dann springe ich jetzt einfach YOLO-mäßig hier rüber. Okay, ich muss in die gelbe Röhre. Alles klar. Das heißt aber, wieder zum Stachelpanzer. Oh. Nein. Meine Motivation für Super Expert ist immer so lang, bis ich auf so ein Level komme, was ich dann schaffen will. Vor allem, weil es uncleared ist. Nice. Nice. Okay, wir werden die gelbe Röhre sehen. Das würde ich als Fortschritt bezeichnen. Wir werden die gelbe Röhre auf jeden Fall sehen. Die Frage ist, wie will ich den on-off haben? Ich lasse ihn so. Ich lasse ihn so. Okay, okay, ist egal, ist egal, ist egal. Wir wollen die gelbe Röhre sehen. Da ist die gelbe Röhre. Oh mein Gott, der On-Off war einfach richtig und er wäre falsch gewesen, wenn er blau gewesen wäre. Wie gemein ist das denn? So, was ist hier? Ich hab so Schiss. Ich meine, es ist ja offensichtlich eine Art Troll-Level. Also, es kann so viel noch passieren. Aus irgendeinem Notblock könnten Geister kommen. Ich habe keine Ahnung. Ich will am liebsten gar keinen Notblock auslösen. Ich laufe einfach los. Was kommt hier jetzt? Nix kommt. Okay. Oh mein Gott. Mehr Notblöcke. Da oben ist das Ziel. Hier irgendwie schon hoch. Ist hier irgendwo was Verstecktes? Da oben ist das Ziel und da sind Sägen drumherum. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, hier ist nichts Verstecktes. Oh mein Gott! Die Tür führt einfach zum Ziel hoch. Haben wir das jetzt als erster? Yes! Ich meine, der Super Expert Run ist damit sowieso schon wieder kaputt, weil ich so viele Leben in dem Level gelassen habe. Aber hey, damit haben wir ein Level geschafft und machen nächstes Mal an der Stelle weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.